Punkte auf Grasshoppers und auch die Aarauer kommen immer näher dort an die vorderen vier Plätze an. Boden gut gemacht hat auch Sion jetzt auf Rang 6, punktgleich mit dem FC Luzern. Und der Abstand ist ein bisschen grösser geworden zu den Teams hinten dran, Xamax, St. Gallen und Thun. Ja, wenn wir eine Umfrage machen würden, wer soll für die Schweizer Fußballnationalmannschaft im Sturm spielen? Wenn wir die in Luzern machen würden, lautet die Antwort natürlich klar Mauro Lustrinelli. Wenn man sie in Bern macht, ja klar, der Thomas Häberli, der gehört doch in die Nationalmannschaft. Aber die zwei Stürmer, obwohl sie in der Super League wirklich zu den Besten gehören, sind in den Überlegungen von Köbi Kuhn nicht mit dabei. Im neuesten Aufgebot für den Match gegen Deutschland sind weder der Lustrinelli noch der Häberli aufgeboten worden. Und auch unser Fußballexperte Alain Sutter ist gleicher Meinung wie der Köbi Kuhn. Wenn ich das Ganze vom Umfeld von der Nationalmannschaft beobachte, dann ist es für mich klar, dass die zwei nicht dabei sind. Und darum verstehe ich den Hype in dem Sinn auch nicht, dass jetzt alle schreien, okay, der Lustrinelli und der Häberli, die müssen jetzt der Nazi sein. Weil es ist ja nicht so, dass der Köbi Kuhn die zwei Spieler nicht kennt, sondern es sind ja auch keine Newcomer, sondern sie sind schon länger dabei, sind beide über 30. Und der Köbi Kuhn beobachtet die Spieler ja auch schon über Jahre und sind beide bei der Nationalmannschaft schon dabei gewesen. Also das ist natürlich, kann man davon ausgehen, dass der Köbi Kuhn ganz genau weiß, was die Verstärken und Schwächen haben. Aber trotz dieser Einschätzungen